Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch hier recht herzlich begrüßen. Minigmind Live. Heute das siebte Mal. Ich möchte euch begrüßen im Namen des Schweizerischen Gemeindeverbandes und von Minigmind. Unser Ziel ist es eigentlich, zu vernetzen, Informationen zu scheren. Heute ein interessantes Thema: Kommunikation zwischen Gemeinde und Bürger. Da gibt es eine technische Komponente, da gibt es aber auch viele andere Komponenten, dass so etwas erfolgreich ist. Ihr habt die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen, die würden wir nachher diskutieren, beantworten. Wir werden das Meeting aufnehmen. Es hat doch viele, die vielleicht zu diesem Zeitpunkt nicht teilnehmen können und sich das eigentlich im Nachgang anschauen möchten. Also von daher sendet eure Fragen. Ihr habt auch die Möglichkeit, das dann anzuschauen. Wir haben heute drei kurze Referate zur Einleitung. Wir werden starten mit Andrea Dömeron, Gemeinderätin der Stadt Thun, die uns eigentlich von ihrer Seite ein bisschen zeigt, wie das Projekt abgelaufen ist, diese Einführung. Dann haben wir die Möglichkeit von Roman Schleiß, Gemeindeschreiber von Engelberg, eigentlich einen zweiten Input zu hören. Und dann freut es mich sehr, dass wir nicht nur aus der Schweiz Informationen und Erfahrungen teilen können, sondern wir haben auch Oliver Rack, Oberbürgermeister von Heidelberg. Deutschland ist eigentlich sehr weit in diesen Belangen. Christian Schachner wird ihn unterstützen. Er ist Studiengangleiter Public Management, internationale Hochschule. Hat schon sehr viel Erfahrung, kann dann auch von seiner Seite sich noch ergänzen, was alles in diesem Bereich schon läuft. Also von daher, ich bin gespannt auf spannende Inputs und vor allem auf die Praxis, die ist immer viel spannender als die Theorie. Da möchte ich ganz gerne übergeben an Andrea Dömeron und bin gespannt auf Ihre Ausführungen. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, das klappt mit der Übertragung und Sie sehen alle den geteilten Screen in der entsprechenden Größe. Ich begrüße Sie auch von meiner Seite recht herzlich, zumindest digital in der Stadt Thun, und ich möchte Ihnen gerne aufzeigen, wie bei uns in unserer Stadt die Kommunikation, die digitale Kommunikation mit der Bevölkerung aussieht, am konkreten Beispiel der App My Local Services. Vielleicht zuerst eine kurze Herleitung. Wo stehen wir, respektive was ist in den vergangenen Jahren passiert? Wir haben seit dem Start der aktuellen Legislatur im Jahr 2019 einen starken Ausbau im digitalen Bereich getätigt. Die Webseite habe ich bewusst als erstes aufgeführt. Die wäre jetzt noch nicht in dieser Form, wie wir es uns wünschen würden. Da läuft aktuell ein Projekt, um einen Relaunch der Webseite zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz befindet sich auf unserer Webseite bereits ein Verzeichnis. Es nennt sich Online-Schalter, und wenn man sich dieses Verzeichnis anschaut, sieht man, dass es möglich wäre, verschiedene Dienstleistungen der Stadt digital abzurufen. Das kann sein von einer Parkkarte für Besuchende, über ein Abonnement für unser wunderschönes Strandbad, über ein Bibliothek-Abo. Alles ist möglich zu bestellen, aber inwieweit das dann wirklich smart ist, das stellt sich die Frage, weil oft ist es doch nicht medienbruchfrei. Das heißt, es ist dann noch nötig, ein Formular vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch auszudrucken und woanders hinzusenden, weil wir nicht die zuständige Behörde sind, oder im konkreten Falle eines Strandbad-Abonnements, dass man es dann vielleicht sogar noch am Schalter abholen muss. Also dort ist sicher Potenzial, Luft nach oben. Was ein wenig besser aussieht, ist bei unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben dort stark gepusht und dürfen auch eine starke Zunahme unserer Follower verzeichnen. Ich habe aufgeführt, auf welchen Kanälen wir präsent sind, und dort zeigt sich doch eine Interaktion, was erfreulich ist. Nicht zuletzt der
Corona-Pandemie geschuldet ist, dass wir auch im Bezug auf Livestreaming von Veranstaltungen einen Wachstumsschub verzeichnen durften. Wir haben relativ rasch unsere geplanten Vorhaben pandemiebedingt in die digitale Welt verschoben und durften auch feststellen, dass dies einem Mehrwert entspricht, weil so auch Teilnehmende mit berücksichtigt werden können, die sonst an einem solchen Anlass gar nicht eingeladen worden wären. Also von dem her denke ich, bringt uns dort die Digitalisierung eine bessere Partizipation, einen besseren Einbezug der Bevölkerung. Und das wäre dann auch die Mitwirkungsplattform dialog.ch, unser jüngstes Kind. Auf dieser Plattform publizieren wir unsere aktuellen Mitwirkungen und laden ein zur Partizipation. Den letzten Punkt, My Local Services, da gehe ich jetzt konkreter darauf ein. Es handelt sich dabei um eine der 11 prioritären Maßnahmen, die der Gemeinderat verabschiedet hat im Rahmen seines Legislaturziels. Wir wollen eine Smart City sein, ist uns bewusst, das bedingt auch Maßnahmen. Und oft ist es ja so, dass man bereits relativ vieles macht, aber es nicht klar kommuniziert, dass es sich dabei um eine smarte Maßnahme handeln würde. Also haben wir für uns definiert, was beurteilen wir als smart, und eine Kommunikationsmöglichkeit für die Bevölkerung sahen wir doch als eine der sicher nötigen Maßnahmen, die wir umsetzen möchten. Wir haben seit der Einführung im diesem Jahr, Ende April, wurde die App lanciert. Haben wir bereits über 3.700 Tunerinnen und Tuner, die diese App nutzen, und sie nutzen sie rege, wie Sie anhand den Visits hier und den Seitenaufrufen feststellen dürfen. Das ist erfreulich, eine Erfolgsgeschichte von unserer Seite her. Welche Module verwenden wir in Thun? Was interessiert die Thunerinnen und Thuner, dass sie diese App so häufig nutzen? Wir haben Aktuelles, wo wir unsere Medienmitteilungen konsequent publizieren. Und das erschließt uns auch wiederum neue Nutzende, weil nicht alle eine Zeitung abonniert haben. Hingegen ein Smartphone doch einen großen Teil der Bevölkerung dürfte über ein Smartphone verfügen. Können wir auch diese Bevölkerungsgruppen erreichen? Abfallkalender, ein praktisches Tool, das auch ermöglicht, eine Push-Meldung sich schicken zu lassen, die daran erinnert, dass übrigens morgen dann noch die Kartonabfuhr wäre und man diese Bereitstellung nicht vergessen sollte. Schadensmelder ist eine ebenso beliebte Möglichkeit, Schäden zu melden, und auf dieses Modul möchte ich auch noch gezielter eingehen. Und als letztes der Module, die wir nutzen, das ist noch der Veranstaltungskalender, den ich gerne erwähne, der Veranstaltenden die Möglichkeit gibt, über Eventfrog, eine Applikation, die quasi mit verbunden ist, ihre Veranstaltung einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Nun zu diesem Schadensmelder. Wir haben diesen kombiniert mit dem Schadensmelder Puracita. Für die Nutzenden ist das in dem Sinne nicht, die merken da keinen Unterschied, die nutzen einfach die App My Local Services, und dieses Modul ermöglicht ihnen, Schäden direkt vor Ort zu fotografieren, wenn sie möchten, und es lokalisiert auch gleich, wo sich dieser Schaden befindet. Und die Meldung, die ist wirklich, ja, es ist lustig, was zum Teil gemeldet wird. Das kann sein von Spinnwaben, die irgendwo eine Lampe zieren, bis zu Straßenbelagsschäden, die gemeldet werden. Also von dem her ist das eine breite Palette. Und wenn es interessiert, würde ich später dann in der Diskussion auch gerne noch zum Prozess ausführen, wie genau dieser Prozess dann hinter der App quasi abläuft, verwaltungsintern. Ich kann nur so viel sagen, es ist deutlich effizienter als bis anhin. Und was auch sicher von Vorteil ist, die Schadensmelderinnen und Melder sehen dann auch gleichzeitig, wenn der Schaden auf der App, wenn der Schaden quasi erledigt wurde, respektive sie erhalten eine Meldung. Und was unser Ziel ist, dass wir den
gesamten Prozess zu der Schadensmeldung 100% papierlos hinbringen, diesen also digitalisiert durchführen können. Vielleicht noch eine kurze Zahl zu, wie viele Meldungen gingen ein, weil das war eine Frage, die uns auch im Vorfeld stark beschäftigte. Kommen jetzt x Meldungen, werden wir da überrannt und müssen auch Ressourcen bereitstellen. Seit April sind rund 170 Meldungen eingegangen. Spannend auch, nahezu der größte Teil der Schäden betreffen das Tiefbauamt, das diese Schäden dann beheben muss und darf. Was haben wir auch gemacht? Ich finde es einen ganz wichtigen Aspekt, wenn eine Gemeinde Richtung Digitalisierung geht, dass sie an ihre Bürgerinnen und Bürger denkt, die digital noch nicht so affin unterwegs sind. Und das betrifft oft die ältere Bevölkerungsschicht und die möchten wir abholen. Das haben wir bewusst gemacht. Wir haben zusammen mit dem Generationentandem, das sich diesem Thema in Thun annimmt, dem Generationendialog eine kostenlose Schulung organisiert, damit wir interessierten Seniorinnen und Senioren auch diese App näher bringen durften. Und der Kurs fand doch eine Nachfrage und es ist für uns wichtig, auch dort Hemmschwellen helfen abzubauen. Meine Empfehlung an Gemeinden, die sich für so eine App interessieren, definieren Sie klar vor der Einführung, welche Bedürfnisse haben Sie, was genau möchten Sie kommunizieren, respektive welche Informationen oder Dialogmöglichkeiten möchten Sie zur Verfügung stellen. Entsprechend sind das dann die Kriterien für die Anforderungen an eine App. Klären Sie vorher die Zuständigkeiten, das betrifft jetzt vor allem die Triagierung zum Beispiel dieser Schäden. Wer ist dort zuständig für diesen Triagierungsprozess? Das ist wirklich wichtig, vorgängig zu klären, damit auch der Workflow für das Absetzen der Mitteilungen richtig definiert werden kann. Und unbedingt wichtig, planen Sie eine Begleitkommunikation. Da hatten wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Post, damit die Bürgerinnen und Bürger auch informiert werden, dass es diese App nun gibt. Und ich denke, mit einmal ist es nicht getan. Man sollte das immer wieder tun. Es geht ja dann sonst rasch vergessen oder wir können nicht neue Nutzende generieren. Von dem her ist die Kommunikation sicher eine Daueraufgabe. Und wie bereits erwähnt, denken Sie auch an die digital nicht affinen Bürgerinnen und Bürger. Soweit das zu meinen Ausführungen zu der Vergangenheit. Der Anfang ist gemacht. Wir möchten auf jeden Fall weitere Kommunikationsmöglichkeiten im besten Falle in der App anbieten, weil es wenig zielführend ist, verschiedene Apps anbieten zu müssen, damit wir noch digitaler und smarter unterwegs sind. Wünschenswert wäre, dass diese App ergänzt werden könnte zum Thema Partizipation oder auch, dass die Quartiere noch besser abgeholt werden könnten. Aber sicher grundsätzlich festhalten darf ich, dass diese App uns auch gerade, hätten wir sie früher gehabt, zu Beginn der Corona-Pandemie, hätten wir gewisse Infos, die rasch an die Bürgerinnen und Bürger hätte, Informationen, die wichtig gewesen wären, hätten wir über diesen Kanal zusätzlich ergänzend kommunizieren können. Von dem her sind wir froh, haben wir sie jetzt und freuen uns, wenn sie entsprechend weiterentwickelt würde. Besten Dank von meiner Seite für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion und die Beantwortung allfälliger Fragen. Besten Dank, Andrea. Sehr spannend. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal gesehen, dass es nicht ein Technikprojekt ist, sondern dass da viele andere Faktoren mitspielen, dass wirklich auch ältere, jüngere Leute das nutzen können, dass es um Prozesse geht. Dann bin ich jetzt gespannt, wenn wir aus einer anderen Gemeinde, aus der Gemeinde Engelberg, hören, wie da das so abläuft, wie da die Vor- und Nachteile vielleicht sind, auch mit der Erfahrung. Ich möchte gern Roman Schleiß das Wort übergeben. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ein herzliches Willkommen aus der Zentralschweiz. Ich möchte Ihnen ebenfalls ein paar Worte zu CrossCity. Das ist ein anderes Projekt oder ein anderes Produkt mitgeben. Jetzt kämpfe ich bereits mit der Technik. So. Ich möchte Ihnen erklären, wie wir zu CrossCity kamen.
Wasco Society kann. Die ersten Erfahrungen in der Nutzung und die Feedbacks, die wir erhalten haben, weitergeben. Und natürlich, wie meine Vorrednerin, möchte ich Ihnen gewisse Empfehlungen mitgeben. Ganz kurz zum Ort Engelberg. Ich nehme an, ich erzähle Ihnen da nichts Neues. Wir sind ein international bekannter Ferienort in der Zentralschweiz. Wir haben rund 4.300 Einwohner. In der Hochsaison sind rund 20.000 Personen in Engelberg. Die Einwohnergemeinde ist Arbeitgeber von rund 120 Angestellten und wir haben auch noch rund 2.300 Zweitwohnungseigentümer in Engelberg. Nun, wie kamen wir zu Krasaiti? Dafür möchte ich zwei, drei Jahre zurückblicken. Wir stellten vermehrt fest, dass die klassischen Instrumente wie eine Homepage, eine Publikation im lokalen Gemeindeblatt oder Informationsveranstaltungen immer weniger Personen erreichten. Dies erachteten wir grundsätzlich als problematisch, da wir so die politische Mitwirkung aller Generationen in Frage gestellt sahen. Wir suchten nach weiteren Kanälen, um eine adressatengerechte Kommunikation zu gestalten. Mit den klassischen Instrumenten wurde es bei wenigen Projekten immer schwieriger. Wir hatten auch die Chance verpasst, eine kritische und kontroverse Diskussion frühzeitig entstehen zu lassen. In diesem Zusammenhang sind wir dann auf die Suche nach einem möglichen Instrument gegangen und stellten fest, dass Crossiety genau das bietet, wonach wir gesucht haben. Wir waren überzeugt, dass wir mit Crossiety mehr Personen erreichen und die gesuchten Diskussionen lancieren konnten. Weiter stellten wir dann im Laufe der Umsetzung fest, dass Crossiety noch viel, viel, viel mehr kann, als wir ursprünglich gedacht haben. Wir haben das Glück gehabt, dass zu Beginn der Corona-Pandemie Crossiety sofort eingeführt werden konnte und wir die Plattform in der kürzesten Zeit aufschalten und somit auch etablieren konnten. Nun, was kann Crossiety? Crossiety ist in erster Linie ein digitaler Dorfplatz. Sie sehen links das Menü und rechts schalte ich jeweils Beispiele auf. Also hier auf dem digitalen Dorfplatz zum Beispiel zeigt unsere lokale Metzgerei an, dass es nun wieder frische Fische gibt. Oder unten im unteren Teil sehen Sie den Spielplan des lokalen Viertliga-Fußballvereins. Weiter kann man mit Crossiety die ganzen Events managen. Auch hier sehen Sie, da sind einige Angebote über geführte Spaziergänge, über Informationen zur Sanierung von Straßen und so weiter und so fort abrufbar. Weiter bietet Crossiety eine Diskussionsplattform. Hier zum Beispiel sucht jemand einen lokalen Wetterschmöcker, der aus Meisenhaufen, wie die Schweizer Wetterschmöcker, das Wetter ableiten kann. Unten sucht jemand noch eine kleine Wohnung und so weiter und so fort. Das ist in einem Diskussionsforum aufgeschaltet. Und was ganz ein wichtiges Instrument ist, ist das Umfragetool. Wir haben zum Beispiel hier Ende letzten Winter gefragt, wie zufrieden man mit den Loipen war. Und Sie sehen, die meisten Personen waren sehr zufrieden mit der Präparierung der Dorfloipen. Weiter kann man Hilfe suchen im Crossiety. Also hier sucht jemand einen Koch oder unten hat jemand ein Sackmesser gefunden und fragt in die Runde, wem das etwa gehören könnte. Weiter ist das ganz interessante Tool des Marktplatzes aufgeschaltet. Also hier können Sie vom Städtisch, den Sie hier sehen, bis zur Ferrari-Felge alles kaufen oder verkaufen. Und zwar einfach auf die lokalen Teilnehmer ausgeschieden. Weiter ist es möglich, in Crossiety Gruppen zu bilden. Sie sehen hier mein Dashboard. Ich bin in sehr vielen Gruppen aktiv, logischerweise als Schreiberling. Da kann man dann ganz gezielt in
offenen oder geschlossenen Gruppen wirken. Ein sehr gutes Tool ist auch der Chat, der Cross-Chat. Wir zum Beispiel kommunizieren seit Einführung von CrossIT intern, betriebsintern ausschließlich über die Chat-Funktion. Also wenn zum Beispiel im Team jemand krank ist, wird das in den Cross-Chat geschrieben und dann wissen gleich alle Bescheid. Oder den Chat, den Sie hier aufgeschaltet sehen, ist der Gemeinderat, die interne Chat-Funktion, wo wir jeweils aktuelle Sachen reinschreiben. Es muss also niemand mehr das Mail konsultieren, sondern man kommt direkt eine Meldung auf das Handy. Zu den Erfahrungen in der Nutzung, Feedbacks. Heute haben wir rund 1900 Engelbergerinnen und Engelberger registriert. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck. Es sind natürlich auch Zweitwohnungseigentümer, aber diese zählen wir natürlich auch zu den Engelbergen. Das ist eine Abdeckung von rund 44%. Also Sie sehen, wir sind da seit dem Start letzten März sehr gut, oder im März 21 sehr gut abgedeckt. Neben der Gemeinde ist auch das Gewerbe und die Einwohner und Vereine aktiv. Regelmäßig werden Angebote, Hilfeleistungen und Veranstaltungen gepostet. Wie ich schon kurz angetönt habe, ist das Umfrage- oder Diskussionstool kommt sehr gut an. Zum Beispiel haben wir eben den Zustand der Langlaufloipen abgefragt. Oder man hat gefragt, ob man ein Veloverleihangebot einführen soll. Und so konnte man sich ein Bild machen, ob das Angebot gewünscht ist oder nicht. Gegen Ende letzten Jahres kam es sogar im Rahmen einer Abstimmung zu einer Aussage einer Partei, welche im lokalen Blatt publiziert war, welche aus unserer Sicht zweifelhaft war. Aber wir konnten in dem lokalen Blatt nicht mehr reagieren, weil über die Weihnachtszeit keine Ausgaben mehr publiziert wurden. Und hier konnten wir noch am gleichen Tag die Richtigstellung in CrossIT veröffentlichen und dank der hohen Zahl der registrierten Benutzer und Benutzerinnen wurde es auch rege gelesen und zu guter Letzt ging die Abstimmung zu unseren Gunsten aus. Also wir konnten die Aussage korrigieren. Allgemein kann ich sagen, dass es uns sehr gut gelingt oder viel besser gelingt, verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Und wir haben auch dementsprechend sehr gute Rückmeldungen. Zu den Empfehlungen, da weiche ich nicht gross zu meiner Vorrednerin ab. Im Vorfeld sollte man sich natürlich Gedanken machen, was man wie und wann kommunizieren will. Wir hatten den Vorteil, dass wir bereits ein umfassendes Kommunikationskonzept ausgearbeitet haben und somit genau wussten, welche Gruppen und welche Themen wir kommunizieren möchten. Ganz wichtig ist, Kommunikation braucht Zeiten, ist eine Führungsaufgabe. Wir bei anderen haben wir immer wieder gemerkt, dass die Einführung von einem solchen Tool irgendeiner Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter übergeben wird. Und dann ist es meistens schwierig. Also die Kommunikation muss eigentlich von der Führungsebene kommen und die Umsetzung entsprechend begleitet werden. Ganz wichtig auch, dass eine Stelle oder eine Person den Lead haben muss und die Verantwortung für den Support und den Unterhalt des Tools hat. Also es muss eigentlich täglich jemand kurz reinschauen und einfach auch entsprechend reagieren, wenn Fragen auftauchen. Ganz wichtig, wo wir sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, die Profis von CrossIT unterstützen uns bei der Einführung in der Schulung und im Betrieb. Also wenn wir irgendwo Fragen haben, melden wir uns bei CrossIT und erhalten in der kürzesten Zeit Unterstützung. Fazit. Insgesamt sind wir mit der Einführung und dem Betrieb von CrossIT sehr zufrieden. Wir haben einen tollen digitalen Dorfplatz. Wir sind froh, dass wir den haben. Und es hilft uns unheimlich in der behördlichen Kommunikation und bringt einen echten Mehrwert für das Zusammenleben in der Gemeinde, gerade
bei so Situationen wie Pandemie ist es doch sehr angenehm, wenn man sich wenigstens digital sehr nahe kommen kann. Das sind waren meine Ausführungen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was der Bürgermeister aus unserem Nachbarland zu berichten hat. Vielen Dank. Besten Dank, Herr Schleiß. Ich höre jetzt schon zum zweiten Mal, ich habe es von einer anderen Gemeinde auch gehört, dass es auch Einfluss auf Abstimmungsverhalten haben kann. Finde ich auch spannend, also dass eigentlich die Leute umfassender informiert werden können und so eben auch einen Einfluss vielleicht an gewissen Gemeinsabstimmungen festzustellen ist. Sehr spannend, wir werden sicher noch Gelegenheit haben, die ein oder andere Frage zu stellen. Somit möchte ich gerne Herrn Rack und der Christian Schachner begrüßen und bin gespannt, ob das grundsätzlich in dieselbe Richtung geht oder ob ihr in Bayern andere oder im Süddeutschland andere Erfahrungen macht. Schönen guten Morgen aus Mannheim, gar nicht so weit weg von der Schweiz und vielen Dank für die Einladung. Ich würde kurz, erstmal bin ich nicht der Oberbürgermeister von der Stadt Heidelberg, ich bin OB-Referat. Ich würde kurz mal auf noch eine andere Perspektive durch eine, sagen wir mal so eine weitere Brille schauen, nämlich der Grundsätzlichkeit und weniger auf Kommunikation, noch mehr auf Zusammenarbeit pointieren. Und insgesamt liegen schwierige Zeiten vor uns, die natürlich fragen, welcher Weg führt da durch? Und es gibt natürlich zwei Dimensionen. Das eine ist eben eine Robustheit der Gesellschaft und auch der Volkswirtschaft, die mit Stärke versetzt ist und die aber den Nachteil hat, eben Staat zu sein. Und das andere ist eben zunehmend ein Thema, ist eben eine Resilienz, die eine Gelenkigkeit hat, die eine Elastizität hat. Und die Frage ist natürlich, wie fördert man das Ganze? Und der Vorteil von Resilienz ist eben, dass man selbstbestimmt dezentral eine Anpassungsfähigkeit in überkomplexen Systemen fördert und das bei unbekannten Risiken. Und die Robustheit setzt eben sehr stark voraus, dass man Zeitpunkt und Risiken genau kennt. Und da würden wir in eine fast nicht umsetzbare Kultur geraten. Und dazu auch noch ganz kurz ein Tipp, gerade rausgekommen, The Resilient Society, die resiliente Gesellschaft von Markus Brunnermeier bei Princeton, sehr spannendes Buch dazu. Notwendig dafür ist natürlich eine Transparenz. Ich sage immer als Materialeigenschaft, weil Transparenz so konnotiert ist, dass letztendlich öffentliche Verwaltung oder das öffentliche Wesen unter dem Generalverdacht der Intransparenz steht. Nee, es geht wirklich um Materialeigenschaft und Evidenz. Um Evidenz zu unterstützen und einfach auch eine Informationszugangsgerechtigkeit herzustellen. Und da haben wir ja auch das Thema Open Government Data, was ja in der Schweiz auch zunehmend vorangetrieben wird. Und wir haben einfach jetzt eine Entwicklung. Wir sind in dieser Netzwerkgesellschaft, die ja schon in den 80er Jahren stark prophezeit worden ist, angekommen. Das wird im Moment so ein bisschen mit Unwohlsein festgestellt, weil natürlich sich eine Gesellschaft erst daran gewöhnen muss, Sender und Empfänger gleichzeitig zu sein. Und auch, und das ist jetzt das Spannende, wir haben eine Umverteilung von digitaler Technologie, von den Möglichkeiten, den Zugängen dazu und von den Produktionsmitteln. Und wir haben eine Umverteilung von Hoheiten, von Informationshoheiten, was die Zugänge zu Informationen angeht, teilweise auch geleakte Sachen. Wir haben, was die Organisation, die intelligente Organisation von Informationen angeht, die Verarbeitung, also auch von großen Datenmengen, wo man früher einen großen Mainframe, Zentralrechner gebraucht hat. Das kann mittlerweile jemand zum Beispiel wirklich eine große Datenmenge einfach sich in der Cloud anbuchen als Prozessorleistung. Wir haben die Öffentlichkeit ist eine ganz andere. Man kann mittlerweile eine stärkere Öffentlichkeit entwickeln als beispielsweise ein lokales Medium. Kann man als Einzelperson oder als Organisation und natürlich die entsprechende Wirkung damit verknüpft. Insofern plädiere ich auf Transparenz
und Evidenz durch Zusammenarbeit, also allein schon das Zusammenarbeiten und das Inkorporieren zwischen staatlichen Institutionen, Zivilgesellschaft und aber auch Wirtschaft und Akademia, führt zwangsläufig auch natürlich zu mehr Transparenz der Handelnden, sonst würde das gar nicht funktionieren, beziehungsweise es würde natürlich sehr schnell auffallen. Und natürlich stärkt man die Evidenzgrundlage, weil man eben die Kompetenzen der unterschiedlichen Akteure stärker inkorporieren kann. Insofern ist es natürlich sehr toll, dass jetzt, und jetzt kommen wir zur Kommunikation, eine sehr inspirierende Art und Weise. Jetzt kommen jetzt in dieser ganzen Smart City, Smart Region Diskussion und auch Förderung zunehmend die digitalen Zwillinge dazu. Die bislang wurde viel diskutiert über die Plattform, über die Standards für die Interoperabilität, wie souverän sind diese Plattformen, in den proprietären Fragen. Und jetzt kriegen wir praktisch den Bereich, wo letztendlich ein Abbild geschaffen wird von den Objekten, Prozessen und auch von den Ressourcen. Also da reden wir ja praktisch von den Haushalten beziehungsweise den Doppelthaushalten, wie man die eben modellieren kann. Wir schaffen also Wissensräume und Wissensspeicher in der digitalen Welt, Modellierungsräume, Verhandlungsräume und eben den Planungsraum. Und das haben wir im Prinzip schon, das kann man sehen, vom einfachen Dashboard bis hin zu der virtuellen und augmentierten Realität. Um einfach anzufangen und einfach auch schon da eine Grundlage für Kommunikation zu bilden, ist sich entlang der Nachhaltigkeitsziele mit den Statistiken sehr zugänglich die abzubilden, damit zu befassen. Und dazu gibt es auch ganz einfache Instrumente, die zum Beispiel die Vereinigte Königreich hat zusammen mit den USA Open SDG entwickelt. Da ist letztendlich schon das Dashboard fertig von der Stange da. Das nutzt jetzt bei uns das Statistische Bundesamt mittlerweile. Und da hat man schon mal eine Grundlage, sich über ein Thema, was einfach letztendlich sehr stark auch Rahmen und Indikatoren getrieben ist, sich in der Stadt- und Ortsentwicklung zu befassen. Das natürlich im Grunde in den letzten 20 Monaten auch ein digitaler Zwilling von einem epidemiologischen Geschehen entstanden ist, ist ja eigentlich auch ein Glücksfall, weil vieles man da eigentlich schon mal auch gelernt hat, was Steuerung und Evidenz angeht und was natürlich auch die Unterstützung selbstbestimmter Entscheidungen dazu angeht. In Heidelberg haben wir leider nur als Prototyp finanziert, ich hoffe, da geht es bald weiter, eine Anwendung, die auf der Mathematik der Uni Heidelberg aufsetzt, die eben die Routenplanung für barrierefreie Wege ermöglicht. Das liefert uns noch nicht mal Google Maps. Ah, und woher kommen die Daten dazu? Die kommen einerseits natürlich von der Stadt als offene Daten. Die Plattform dazu ist OpenStreetMaps. Aber, und das ist ja das Spannende, wir bieten natürlich die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise am Freiwilligentag entlang von Planquadraten mitzuhelfen, die Datenlage für die Barrierefreiheit in der Stadt zu verbessern, dafür mit dieser App und auch zu validieren. Und insofern hat man praktisch die Bürgerschaft mit inkorporiert, um mitzuhelfen, die Datenlage zu verbessern. Das schafft auch ein anderes Bewusstsein zur Behinderung oder zur Situation eingeschränkter Menschen und verbessert grundsätzlich schon mal die Möglichkeiten. Und dann kommen auch natürlich Sachen raus, dass man, gut, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber wir sehen oben in der Karte den Weg für Fußgänger und wir sehen unten in der Karte den Weg für zum Beispiel jemand mit einem Rollstuhl oder Rollator. Der verläuft hier den ganzen Neckar entlang, dann über eine andere Brücke und dann nochmal ganz zurück praktisch zum Rathaus. Das kann man dann natürlich im Kleinen viel besser mal schauen und Barrierefreiheit ist auch im Physischen relativ schnell ausgeschaltet. Da kann man auch mal ein bisschen, ich nenne das immer quick and dirty, mit Teer eine Barriere ausschalten, die vorher da ist. Da muss man keine Riesenmaßnahmen ergreifen. Und jetzt kommt eben die Mehrdimensionalität rein, die Dreidimensionalität, was die Vorstellungskraft der Bürgerinnen und Bürger mit unterstützt, was natürlich auch die verschiedenen Abschichtungen von Informationen in der Stadtfläche erlaubt
Und natürlich mit der Dimensionalität ist da auch beispielsweise die Ressourcenfrage gemeint und natürlich auch nochmal die Zeitlinie und die Ressourcenfrage. Insofern braucht es auch praktisch einen digitalen Zwilling der Haushalts des Produktrahmens und der Haushalte. Das ist sehr spannend, was man letztendlich dann in diesen Raum übertragen kann. In der Schweiz gibt es zum Beispiel auch noch ein Unternehmen, um mal jetzt auch das Thema der Geschäftsmodelle, die sich an sowas, an so einer Inkooperation entwickeln können, Politik Schweiz, die eben die Daten aus den Ratsangelegenheiten sehr gut aufbereiten und zur Analyse bereitstellen. Das kostet halt einen Service und so. Das gibt es in München beispielsweise weniger elaboriert, aber mit Transparenz, München transparent, auch, dass letztendlich eine bessere und leichtere Zugänglichkeit zu den Ratsinformationen entsteht. Wenn man praktisch dahin will, braucht es natürlich Kulturtechniken und Mechanismen. Offene Daten habe ich schon angesprochen. Das Thema Open Government, wie öffnet sich letztendlich die Verwaltung auch in ihrer Kultur und auch einer Open Governance, wie gestaltet man gemeinsam letztendlich die Prozesse? Und dann hat man letztendlich auch solche Mechanismen wie die Open Government Partnership, ist ein globaler Mechanismus, an dem Deutschland beispielsweise schon seit 2016 teilnimmt, wo letztendlich über Verbindlichkeitsversprechen in Aktionsplänen ein unabhängiges Berichtswesen diese Fortschritte auch evaluiert und in eine Datenbank einbringt. Und die Wirkungsmessung ist natürlich ganz wichtig. Hier sieht man zum Beispiel so einen zweijährigen Zyklus zu einem nationalen Aktionsplan im Falle Deutschland. Und dann werden die Dinge entsprechend der Fortschritte selbst evaluiert, aber auch eben nochmal neutral fremd evaluiert und landen in einer sehr großen Datenbank, wo man erstens lernen kann, recherchieren kann, aber zweitens auch sowas wie ein Shaming- und Faming-Effekt auf dem internationalen diplomatischen Parkett entsteht. Und ich nenne das immer eher so ein Softlaw, also nichts, wo man wirklich staatstragende Verträge knüpft, sondern eher über Öffentlichkeit und Psychologie und Selbstverpflichtung arbeitet. Das kann man natürlich genauso gut auch auf kommunaler Ebene. Daraufhin gibt es aus diesen Daten heraus auch ein leichter zugängliches Dashboard. Und wir sind gerade bei den regionalen Open Government Laboren in Deutschland, eine Förderinitiative des Inneren, dabei eine Wirkungslogik und eine Wirkungsmetrik zu entwickeln, die über die Meilensteine und Erfüllung der Meilensteine hinausgeht, sondern einfach noch mehr in den Fokus nimmt, welchen Effekt haben die Dinge. Und damit übergebe ich an Christian. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Olli. Dann übernehme ich direkt das Thema. Auch ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Christian Schachtner. Ich darf einerseits Entwickler im Bereich Smart City Lösungen für die Stadt Bamberg mitwirken, bin wissenschaftlicher Prozessmanager und Verantwortlicher für Agilität in unserer Behörde. Und auch wir haben auch das Thema Kollaboration mit dem Bürger, Einbeziehung in unsere politischen Entscheidungen, aber eben auch auf das operative Tun gerichtet. Und ich werde Ihnen im Nachgang eine Präsentation vorstellen. Aufgrund der Zeit werde ich jetzt einfach tatsächlich direkt live in unser System erschalten. Wir haben einerseits mehrere Projekte im Bereich unserer Stadtverwaltung in Bamberg geplant und haben einerseits das Thema digitaler Zwilling, wie es der Olli gerade vorgestellt hatte, mit aufgenommen. Wir haben auch digitale Sensorik-Themen, die wir live im Bereich Mobilitätssteuerung, Navigation von zum Beispiel Baustellenumfahrungen, Stauszenarien etc. in der Rush-Hour bei uns gelöst. Wir haben die Kooperation mit verschiedenen Forschungsprojekten. Da sind wir also mit unterschiedlichen Hochschulen unterwegs. Unter anderem darf ich eben auch selbst einen Lehrstuhl für Public Management an der Internationalen Hochschule begleiten und wir haben da viele Begleitforschungen auch mit dabei. Was ich jetzt heute eher zeige und neben Digital Health und tatsächlich Quartiersarbeit, also sozialer Gerechtigkeit, möchte ich so unsere Bürgerbeteiligungsplattform kurz zeigen. Wie wir da aufgestellt sind. Wir haben uns die Überlegung gemacht, wie kommen wir auch hier an die Bürger ran. Ich gehe jetzt hier live in unser Netzwerk, das wir mit den Bürgern gemeinschaftlich betreiben. Das ist jetzt sicher auch, gibt es verschiedenste sozusagen Lösungen am Markt. Wir haben uns für Intracommuna ganz explizit entschieden. Das ist ein Unternehmen, das in München angesiedelt ist, weil es im Unterschied zu unterschiedlichen Beteiligungsplattformen, die es auf dem Markt gibt,
aus meiner Sicht zwei Mehrwerte bietet. Das ist aus einer Sicht, wir sind in einem Gesamtnetzwerk unterwegs. Das heißt, wir als Stadt Bamberg haben einerseits Zugang zum Städtetagsnetz unseres Gemeindeverbands. Das heißt, Städteverband, Gemeindeverband betreibt gleichzeitig mit uns diese Netzwerke als Hauptnetzwerk. Und wir haben sozusagen eine Unterdimension für unsere Bürgerbeteiligungsverlagen. Das heißt, ich kann hier sozusagen zwischen den Netzwerken springen und bin dann beispielsweise hier bei unserem Bayerischen Städtetag, ja, der für uns als Dachverband organisiert ist und ähnlich wie ihr Gemeindeverband zum Beispiel wirkt, mit Christoph Niederberger und so weiter an der Stelle. Ja. Also dementsprechend haben wir uns da zusammengeschlossen und man kann sozusagen zwischen diesen Netzwerken springen. Wir betreiben gleichzeitig diese soziale Plattform, die nach außen gerichtet ist zu den Bürgern, auch als Intranet-Lösung für unsere internen Beschäftigten. Das heißt, zu den internen Beschäftigten kommen wirklich nur Leute, die eine eigene Domain-Adresse quasi von uns, von unserer Stadtverwaltung erhalten. Externe kommen also nicht auf diese Inhalte. Und so arbeiten wir in einem sozialen Netzwerk, ähnlich wie es eben Engelberg schon vorgestellt hat, mit unterschiedlichen Umfragentechniken. Wir arbeiten in unterschiedlichen Arbeitsgruppen miteinander und wir posten alles, was relevant ist, ersetzen sozusagen unser Mailsystem intern eben über diese Plattformen mit dazu. Haben gleichzeitig verschiedene Lösungen im internen Bereich wie die Organigrammstruktur, wo wir also quasi flexibel verschiedene Ober-Unterordnungen aufgrund der Profile, die im sozialen Netzwerk entstehen, automatisch angeordnet werden und werden also im internen Bereich, haben wir also sofort, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen oder wenn es sich sozusagen auswechselt, haben wir sofort die Möglichkeit, die Person eben einzuordnen, was sie tut. Und ich finde auch sehr schnell über Suchfilter zum Beispiel, in welchem Bereich finde ich zum Beispiel Dokumente, finde ich zum Beispiel Themen und habe entsprechend die Möglichkeit, mir in sogenannten Themenbibliotheken verschiedene Bereiche, wo sich Leute unterhalten, auch ein Abo zu setzen, dass ich Informationen sofort mitbekomme, wenn sich in dem Themenbereich etwas tut. Das ist so die Variante soziales Intranet, sehr wichtig für uns gerade im Homeoffice-Zeiten, dass man also auch die Leute über einen informellen Kanal sieht, was sich alles tut, wo sich also verschiedene Dokumente, verschiedener Austausch alles bewegt an der ganzen Stelle, wo also gemeinschaftlich auch an Dokumenten gearbeitet wird und da bekommt man also auch die informelle Tonspur etwas mit, ja. Dass man also da nicht so isoliert in seinem Homeoffice sitzt. Die gleiche Logik haben wir also auch nach außen gerichtet, wo sich jeder unserer Bürger registrieren kann. Wir haben aktuell 410 aktive Teilnehmer, die Themen betreuen, die also quasi aus der Stadtgesellschaft heraus verschiedene Themen quasi neu einspielen und als Moderator fungieren. Wir haben verschiedene Veranstaltungen, Hackathons, Ideenschmieden und so weiter hier am Start und sind gleichzeitig in Arbeitsgruppen zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel zum Thema digitale Online-Antragsverfahren und so weiter unterwegs und hat dann immer die Bereitschaft eines Verantwortlichen als Moderator zu fungieren und sieht dann in Chatverläufen quasi, wie gemeinschaftlich an Themen gearbeitet wird und auch Termine, Umfragen und so weiter, Wiki-Einträge koordiniert werden. Es hat jeder die Möglichkeit, bei uns verschiedene Gruppen zu gründen und dann sind die Themen natürlich vielfältig. Das Thema von der Web-Kita zum Beispiel, ja, bis hin zum digitalen Support quasi, Chatbots und so weiter, wird diskutiert. Kreative Vereine stellen sich ja auf und präsentieren sich und haben entsprechend die sofortige Rückmeldung, ähnlich wie es über diese Messenger-Systeme ist, dass man sich unterhält. Und ich rufe dann entsprechend einfach über ein Videokonferenzsystem beispielsweise die entsprechende Betreuerin an, wenn ich sage, mit der möchte ich in Kontakt treten, kann auch per Videochat sofort aus der Plattform heraus kommunizieren und so den Ideenpool einfach aufarbeiten. Und so sehen wir dieses soziale Zusammenwachsen zwischen Stadtgesellschaft, zwischen den Bürgern und der Stadt, dem Rathaus selbst eben als sehr gelungen an, weil man übergreifend sozusagen diese Themen sofort in der Verwaltungsarbeit intern aufnehmen kann und sofort in begleitete Projekte als Moderator einspringen, als Beschäftigter der Stadtverwaltung. Ja, soweit zu meinem Praxisinput. Ich würde Ihnen im Nachgang gerne noch die Präsentation dann zur Verfügung stellen, wo ein paar statische Screenshots daraus sind. Aber mir war es wichtig, dass Sie das dynamisch auch live sehen können, wie die Plattform an sich funktioniert. Wunderbar, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank, Christian. Besten Dank, Herr Rack. Für mich sicher wichtiges Thema Open Data hat sind bei uns in der Schweiz nicht ganz so weit, dass wir ganz neue Möglichkeiten geben. Was mich jetzt noch interessieren würde, die Andrea hat bei ihrem Referat gesagt,
dass Prozesse pro Cheetah wichtig sind. Kannst du da dazu noch etwas sagen? Was das euch eigentlich an Einsparungen bringt oder was sich verändert hat zu vorher? Ja, dass die Verwaltung bis anhin darf man es sich ja so vorstellen, dass die Meldungen irgendwo eingehen. Oft wissen die Bürger und Bürgerinnen ja nicht genau, an wen muss ich mich melden, wenn ich zum Beispiel die Straßenlampe habe, die nicht mehr leuchtet oder zu lange leuchtet. Dann denken die, das ist die Stadt. Das ist bei uns jetzt konkret nicht die Stadt, das sind die Energiewerke, die verantwortlich sind. Aber dort konnten wir doch eine Vereinfachung feststellen, weil für die Bürgerinnen und Bürger das Einfallstor, wie klar ist, es ist über die App. Und wir weisen dann im Hintergrund die Triagierung, machen wir. Und die Nachvollziehbarkeit hat sich verbessert, quasi wo ist der Stand der also Schadensmeldung, Eingang, aber dann auch bis zu der Behebung ist alles quasi nachvollziehbar und entsprechend auch noch effizienter. Das sind so die Erfahrungen, die wir mit Pura Cheetah gemacht haben. Also die betroffenen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sagen klar, dass sie dort einen Mehrwert sehen. Was jedoch auch gesagt werden muss, ist, was ich erwähnt habe in meinem Input, dass vorgängig geklärt werden muss, wer macht diese Triage und wie definieren wir den Prozess, sollen die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel bereits eine Meldung erhalten, danke für Ihre Schadensmeldung, Sie hören von uns, oder sollen Sie erst eine Meldung erhalten, wenn der Schaden behoben ist. Wir können auch entscheiden, welche Schäden wir öffentlich publizieren auf der App, welche nicht. Also ich denke, es geht dort auch um eine Schulung intern, was wollen wir wie publizieren und wie gestalten wir den Prozess? Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ja, besten Dank, sehr gut. Ja. Mich würde noch interessieren von Herrn Schleiß die Moderation. Wie läuft das da? Weil es könnte ja sein, dass über die Plattform auch Dinge publiziert werden, die man nicht unbedingt so sehen will. Irgendwelche Hassinformationen, ist jemand, der das bei euch kontrolliert oder wie läuft das bei Ihnen? Ja, das gehört zum Grundangebot von CrossIT. CrossIT betreut den Auftritt oder die Plattform und wenn Posts drin sind, welche wir nicht wünschen, können wir die als Gemeinde melden. Dann geht dem, wenn Sie es nicht selber schon gemerkt haben, geht dem CrossIT direkt nach. Diese Meldemöglichkeit hat übrigens jeder Bürger. Aber das war eine Angst von uns. Müssen wir dann für quasi 24 Stunden immer in das Tool reinschauen? Wer macht das? Wer antwortet wie? Und so weiter und so fort. Da sich aber die Personen effektiv registrieren müssen, also man kann nicht mit einem Pseudo-Login, also es gibt keine Mickey Mouse und keine Asterix und so Zeugs, sondern die Leute sind wirklich mit ihrem effektiven Namen registriert, mit einer Handynummer, das wird auch von CrossIT so gemanagt, passieren praktisch keine solche komischen Einträge. Es gibt ganz wenige. Das hat sich aber wie von selbst erledigt, da dann die Community auch entsprechend reagiert hat. Besten Dank. Noch eine Anschlussfrage. Andrea Dömerer hat noch die Frage gestellt, sind wirklich nur die Älteren, die Nachhilfe benötigen? Wie sieht es mit den Jungen aus? Wie habt ihr das in Engelberg erlebt? Da hat CrossIT ein sehr gutes Konzept. CrossIT spielt mit den Vereinen. Also bei der Einführung von CrossIT ist neben der Begleitung der Gemeinde ein sehr starker Fokus auf die Vereine, weil die Vereine erhalten mit CrossIT ein sehr gutes Tool, um ihre Kommunikation, Vereinskommunikation aufzugleisen oder einfach den Verein zu managen. Und dort werden die Vereine sehr stark und sehr gut geschult. Und somit ist der Effekt da, dass die Personen praktisch egal welches Alter so eine Art Learning by Doing Schulung erhalten, sagen wir es mal so. Und was auch noch zu sagen ist, die App oder die
die Software ist sehr gut aufgestellt, also es ist quasi selbsterklärend. Und man kann mit ein bisschen probieren, kommt man sehr weit. Also wir hatten jetzt keine einzige Rückmeldung, dass das Tool nicht bedienbar wäre oder dass es schwierig wäre oder dass man da speziell IT-affin sein müsste. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel dazu, sonst wird, glaube ich, jedes Projekt scheitern. Besten Dank. Christian, bei deiner Präsentation hast du uns gezeigt, eigentlich PC-Desktop. Wie ist das Verhältnis der Nutzung Mobile-Desktop? Ist es wichtig, dass ich mehr auf den Desktop mache oder ist Mobile die Zukunft? Wie kommuniziert ihr da eigentlich am besten oder habt ihr da Erfahrungen? Ja, also ich denke, das ist wie überall in der Wirtschaft tatsächlich, also Mobile wird die Zukunft werden. Also wir haben tatsächlich unsere gesamte Plattform eben auf App basiert. Das heißt, ich kann das responsive auf alle möglichen Bildschirmgrößen transferieren und habe auch alle Messenger-Dienste, alle Abstimmungsmöglichkeiten live auch auf dem kleinen Bildschirm. Und ich glaube, da ist der Zugang eben die Akzeptanz sehr hoch, weil man mit unserer App dann sozusagen auch In-App-Lösungen ermöglicht. Das heißt, ich kann fremde sozusagen Lösungen integrieren bei uns in unserem Portalrahmen. Da stellen wir mehrere Möglichkeiten auch von verschiedenen Anwendungs-Apps von Google und so weiter bereit, dass man also zentral über unsere Plattform als Einstiegspunkt alles Mögliche an Zusatzfeatures nutzen kann, die ich sozusagen beim Favoritenspeicher eh auf dem Mobilgerät vielleicht habe an der Stelle. Und das ist auch die Möglichkeit eben, wie vorher schon erwähnt worden ist, die Zielgruppe sind nicht nur die Jungen, sondern mittlerweile haben wir eben auch sogenannte Trainer, die vor Ort eben aktiv erklären, wie bediene ich denn das, wie bediene ich grundsätzlich auch Mobilgeräte eben auch für ältere Generationen oder für Inklusionsprojekte, für Leute mit Einschränkungen sozusagen an der Stelle, dass die also auch Möglichkeiten haben am öffentlichen Leben eben teilzuhaben an der Stelle. Und das ist über die Community ganz gut gelöst. Und wir treiben dann eher ehrenamtliche Tätigkeiten eben auch über diese App voran, indem wir quasi aktiv eben Unterstützungsmittel bereitstellen, wenn jemand sich da engagiert an der Stelle. Und so versuchen wir in die Stadtgesellschaft bei uns reinzukommen an der Stelle. Besten Dank. Pascal hatte noch eine Frage. Ich habe keine Frage. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Beiträge und könnte einfach noch ergänzend zu Herrn Schleiß aus der Gemeinde Engelberg auch von unseren Erfahrungen berichten bei CrossCity. Also oft kommt die Frage, die gestellt wurde, ja, was machen wir so mit Wutbürgerinnen, wenn es solche geben würde? Und wie richtig gesagt wurde, also in keinen der 100 Gemeinden und Städten, wo wir unseren digitalen Dorfplatz aufgeschaltet haben, ist das zu einem Problem gekommen. Ganz stark auch durch die Tatsache, dass es keine Anonymität gibt, dass es eine starke soziale Kontrolle gibt, aber vor allem auch, weil das richtige Tool, die richtige Umgebung geschaffen wird für eine seriöse, sinnvolle, informative Diskussion. Und da kann ich wirklich auch beruhigen. Ich glaube, mit diesem Setting braucht man sich davon nicht zu fürchten. Und wenn es einmal seitens eines Wutbürgers irgendwo eine Aussage gibt, ist die Gemeinde eher noch entlastet, weil es andere Bürgerinnen und Bürger gibt, die dann intervenieren und die auch aufzeigen, dass die große, große Mehrheit an einem anderen Punkt steht. Also es ist fast eher eine Entlastung für die Gemeinde. Und betreffend zielgruppenorientierte Onboardings sozusagen, da arbeiten wir immer ganz stark mit den Gemeinden zusammen, mit den Vereinen, mit den Ressourcen, welche die Gemeinde schon hat. Das kann nämlich auch je nach Gemeinde, je nach Stadt, können das ganz unterschiedliche Ressourcen, Strukturen, Vereine sein. Und da kann man auch dank den breiten Erfahrungen, die wir jetzt haben, wirklich sehr gut copy-paste und lernen von anderen Gemeinden, sodass wir zwischenzeitlich wirklich hervorragende Abdeckungen erreichen über alle Generationen hinweg. Und eben Engelberg hat ja gezeigt, wie groß nachher die Reichweite ist für Informationen und für Diskussionen. Aber für uns ist ganz entscheidend, dass da die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und auch das Know-how der Gemeinde abgeholt wird und dass wir da rundum auch Unterstützung bieten. Besten Dank. Andrea, ich nehme eigentlich Thun seit einiger Zeit als recht innovativ und auch freudig, neue Dinge auszuprobieren. Hattet ihr nie Angst, dass das irgendwie mal schief läuft und eine negative Reaktion auch bei den Bürgern mit sich bringt? Wie geht ihr mit dem um? Als Smart City finde ich ganz wichtig, dass man Neues versucht und auch eine Fehlerkultur lebt, vorlebt. Ja, schlimmstenfalls haben wir uns gesagt, funktioniert es nicht oder es gibt bald eine bessere App.
die Technologien entwickeln sich sehr rasant. Ich habe ja auch erwähnt, welche Entwicklungen ich mir wünschen würde für My Local Services. Es ist für eine Gemeinde auch anspruchsvoll zu evaluieren, welche App, welche Plattform deckt die Bedürfnisse, und wahrscheinlich findet man nicht in einer Lösung alles, was man sucht, und von dem her versteht es sicher auch die Bevölkerung, wenn wir nach 2 Jahren zum Schluss kommen, wir möchten jetzt einen anderen Weg gehen, uns woanders hin entwickeln. Von dem her wäre es schade, wenn man sich da vor Neuerungen nicht zulassen würde, aus Angst, etwas falsch zu machen oder dass es sich nicht etabliert hat. Es geht stark um eine Kulturfrage auch, denke ich, in der Verwaltung, die geändert werden muss. Ich finde es ein sehr gutes Schlusswort. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Mir ist ein Satz noch von Herrn Schleiß geblieben. Kommunikation braucht Zeit und ist eine Führungsaufgabe. Das hast du eigentlich jetzt sehr schön bestätigt. Das Tool ist das Mittel zum Zweck. Wir haben gute Tools in der Schweiz, die wir einsetzen können. Aber eigentlich ganz wichtig ist eben diese Führung, Kommunikation, zu wissen, wo man hin will. Wir werden wieder kommunizieren für den nächsten Termin auf unserer Website. Ich möchte mich bei den Referenten und den Zuhörern ganz recht herzlich bedanken. Und freue mich eigentlich auf ein nächstes Mini-Gemeinde Live. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.